Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino Crisis hier auf The Nerdy Way of Life mit mir, dem Dre. Und eigentlich wollte ich heute gar nicht mehr aufnehmen, aber mir ist gerade beim Schneiden was aufgefallen. Und zwar stand in der letzten Folge vor dem Problem, oder ich stand vor dem Problem, dass ich nicht weiß, dass ich den Code nicht weiß, den Zahlencode nicht weiß. Bei diesen Schlüsselkarten hier. Und eben im Schnitt ist mir was aufgefallen und genau das, was mir gerade aufgefallen ist, werde ich jetzt in die Tat umsetzen, wenn ich den hinfinde. Ich bin da. Also muss ich eigentlich nur durch diese Tür gehen und bin dann wieder in der Eingangshalle, richtig? Genau. Ich bin nämlich, falls ihr das gerade gesehen habt, ich stand nicht mehr da, wo ich letztes Mal stand, als ich aufgehört habe, sondern ich stand vor dem Speicherraum, weil ich eigentlich, wie gesagt, gar nicht mehr weiterzocken wollte, weil ich ja gleich noch zur Arbeit muss. Aber ich dachte mir, ey, die Lösung, die erspielst du jetzt noch. Habe ich auf die Zeit gedrückt? Ja. Genau. Das kriege ich noch hin. Bevor ich es wieder vergesse. Ja. Und dann muss ich mal überlegen, wo ich dann noch hin kann. Hier war kein Dino mehr, ne? Ich glaube nicht. Nee. Okay. So, Chefbüro. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob man das hätte schon vorher machen können. Ja, achso. Ja, mhm. Ganz kurz mal gucken, das müsste die sein, genau. Genau, um euch jetzt das mal kurz zu erklären. Und vor allem, ich muss es mir auch aufschreiben. Ich habe mir die Zahlen ja noch gar nicht aufgeschrieben. Hier steht jetzt Bedienfeld Schloss 1. Und das Ding prüfen wir jetzt einmal. Und da oben steht Sol. Nee, da oben steht 705. Ne? Wenn man die Karte umdrehen würde, würde da 705 stehen. So. Einmal nutzen bitte, und zwar links. Das ist korrekt. Und dann müsste hier 037 stehen. Mal gucken, ob das in der richtigen Reihenfolge ist, ansonsten drehen wir das Ganze nochmal. Einmal in den rechten bitte. Schlüssel steckt. Der Safe geht auf, beziehungsweise kommt zum Vorschein. Und jetzt möchte ich bitte eingeben 7 0 5 0 3 7. Tada! Und der Safe ist auch wunderbar, Alter. Oh, ich liebe solche Rätsel. Und das ist tatsächlich das L, alles klar. Nämlich links. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin muss. Denn jetzt haben wir Schlüsselkarte L und Schlüsselkarte R. Und jetzt müssen wir zu dem Raum, wo wir den, wo wir den Schraubenzieher hergekriegt hatten. Wo die Supercomputer standen. Da müssen wir hin. Und dann muss ich die Karte in links und in rechts. Wo war denn der Raum? Mit dem Fahrstuhl runter, glaube ich, ne? Ja, ich finde sowas so geil, dass man. Das sind dann solche Rätsel. Da gibt's auch keinen. Das sagt ihr hier im Spiel wahrscheinlich auch nirgendwo einer. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Es sind ja sehr wenig Leute nur da, mit denen man reden kann. Und Rick sagt immer nur, oh, kein Zeichen vom Doktor. Ja, ist ja doof. Und eben beim Schnitt schön. Hä? Moment. Moment. Wir haben früher, haben wir uns da immer einen Gag draus gemacht, aus unseren, als wir die in der Schule die Taschenrechner benutzen durften, ging das auf einmal los hier mit Esel und, was hatten wir denn noch alles? Wir hatten Esel. Ich weiß es nicht mehr. Esel war eigentlich das bekannteste. Ne, wenn man einfach die Zahlen eingibt, 3537, beziehungsweise 7357, 7353, und dann einfach auf den Kopf stellen, dann hat man ja Esel. Eis gibt's noch. Eine ganze Menge. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, ey, das ärgert mich auch ein bisschen. Aber gut, so ist das manchmal. Immerhin bin ich drauf gekommen. Ich wüsste ja gerne, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer vor seinem Monitor saß und das erkannt hat. Nicht, weil er es schon wusste von vorher, von vorherigen Durchspielen, sondern weil er es gesehen hat. Das ehrlich jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich. So, hier geht's in die Bibliothek. Von da aus geht's dann links oder rechts weiter? Links.
Und hier sind Dino dran. Na, herrlich. Okay, es geht doch links, 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 links. Lauf, 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 lauf. Forschungsbereich. Oh, fuck, waren hier nicht dann auch noch welche? Oh Gott. Hab ich mich verjagt. Fuck, lauf, 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 lauf. Oh, das ist zu früh. Jetzt. Immer noch zu früh, aber geht schon. Nee, passt. So, war das hier? Nee, ne? Forschungskonferenz. Nee, hier war das mit dem Gas. Ich glaube, hier Zigzag. Computerraum. Das klingt gut. Das könnte sein, wenn es... Ich meine, Supercomputer. Also, ja. Korrekt. Correcto mundo. So, jetzt haben wir hier links, oder? Dieses Schloss kannst du nicht allein öffnen. Willst du Geld zur Hilfe rufen? Geil. Wie? Um ein Schloss zu öffnen, kann ich ihn rufen, aber... I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight, I'll be right there. Mach's dir gemütlich, so wie du es dir wahrscheinlich die ganze Zeit gemütlich gemacht hast. Wo warst du denn die ganze Zeit? What's our status? Here, take this. Ready? Fick dich, Alter! Wo warst denn du? Okay, on three. One, two, three. Jetzt verpisst du dich wieder, oder was? Arschloch. Arschloch. You're all clear. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Oh. E? E hatten wir, glaube ich, noch. Oh, fucken, jetzt kommt bestimmt dieses komplizierte Ding. E, ja. Ja. Oh, scheiße. The third... Ball on her. Scheiße. Sechs und acht fehlen. The third ball. Fuck. Wie war's? Hier lag doch noch die Anleitung, ne? Ja. Mit drei auslassen und so. Ach, Terminal. Wurde überholt, gewährleistet, wohl, Passwort, behäugende, bla. Zahlenbasierte Schlüssel, dekodieren Teil 2. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Welche Reihen? Ein Beispiel, wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Ja, aber der Schlüssel ist 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Also, E. Ich gehe jetzt mal... Das ist ja die Reihe, nicht die Zeile. Ich bin gerade bei der Zeile gewesen, das ist die Reihe. Und bei der Reihe wird das durchaus wieder Sinn ergeben. Also, Reihe. E. R? Nee, E. Achso, ich bin nicht... Okay, das wird... Genau. Also, E... N, E. R, G, Y. Energy. Bam.
Okay. Oh oh. Aber ich bin noch nicht am Ende, oder? Nee, 4 Stunden jetzt oder was? 4 Stunden. Das Ding soll 6 bis. Simulation Room. Das ist geil. Wow, das sieht cool aus. Irgendwie. Dafür, dass es nicht vorgerendert ist. Also. Fetten geil ist Dr. Kirk. Was? Wo hast du da jetzt drauf rumgedrückt, Frau? Oh Mann. Sieht aus wie ein Tagebuch eines Forschers. Willst du es lesen? Es ist einfach, jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energieeffizienz maximiert. Dem zum Trotze, Alter. Lieber male mir meiner Frau zum Trotze über meine Eingangstür eine riesengroße Sonnenblume. Waren wir unfähig, den Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren voranzubringen? Die dritte Energietheorie wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Doch solange es ein unsicheres Element bei der Kontrolle dieser Energie gibt, selbst wenn die Problemwahrscheinlichkeit bei nur 0,1% liegt, ist all meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Der Bereich, der von überschüssiger Energie beeinflusst wurde, hatte einen Radius von etwa 1 Kilometer. Das Ergebnis des heutigen Experiments Entschuldigung. Wird den Militärs gefallen. Das ist ja aber dann gut. Aber das eben klang doch so schlecht. Die riesigen Kreaturen, die nach seinem Abschluss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Hä? Sobald ich alles analysiert habe, werde ich den Komplex durch den Keller evakuieren. Achso, unversehrt. Er will ihn unversehrt verlassen. Nicht, dass der Bereich unversehrt bleibt, sondern dass er unversehrt bleibt, oder? Vermutlich. Die Dinos haben ihn inspiriert. Aber wieso sind da Dinos erschienen, wenn er irgendwie eine Energiequelle benutzt hat? Diese Geräte zeichnen die Arbeits... bla bla bla. Unwichtig. Pfeile S. Folgt mit einem Treffer. Hält lange an. Die dritte Energie. Computerraum. Warte mal, jetzt gehe ich wieder zurück? Nee. He's not here. Why? Er zockt schon wieder. This operation is taking way too long already. Chill mal, 4 Stunden. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. Oh. What's going on? Oh, Kirk must have tripped off the security system. I fooled. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. So typisch Frau. Eben in den geheimen Gang Raum gekommen. Deine Energie irgendwie abgeschaltet. Wir haben hier gar nichts angefasst. Ich hab hier gar nichts gemacht. So, was mache ich jetzt? Warte ich nur auf Zeit oder was? Oder muss ich... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist aber nur teilweise richtig. Okay. Achso, und das überdeckt den Rest dann, ne? Ja, genau, okay. Alles klar.
Kein Problem. Haben wir gleich. Einen Moment. Das passt so nicht. Oder denn noch einen? Das sieht gut aus. Moment, das ist falsch. Ach, okay. Okay, jetzt habe ich's. Nee. Jetzt. Whoa, what? We'd better get moving. No. We bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dog's private quarters. Should be able to make a clean break with it. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Chief? Make your choice. Oh, crap. Okay. Was willst du tun? Wähle den Plan, den du sinnvoller findest. Geil Strategie, durchbrechen und auf sich aufs eigene Geschick verlassen. Das Ding ist, ich habe keine Munition. Aber grundsätzlich finde ich Geils Idee besser. Ja, jetzt nicht nur, weil ich Rick sympathischer finde, seine Idee nehmen, obwohl ich die von Geil besser finde, oder? Sag doch mal was, warum ist das kein Livestream? Dann könnte man das mitentscheiden. Scheiße. Ey, ich habe hier vorgespeichert, ich versuch's mit Geil. Und entweder das klappt und oder er hat irgendwie Munition. Oh. Habe ich eine zweite Karte drin? Wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Das ist das Problem, wenn man über die PS3 spielt. Man kann nicht mal eben eine Memory Card reindrücken. Ne? Okay. Make it so. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Alter, geil, wo hast du denn hier die scheiß Dinos umgelegt? Einen Scheiß hast du gemacht. Ich hab gleich ins Essen. Wo soll ich überhaupt hin? Wieso habe ich keinen Zielpunkt? Wie viel Munition habe ich noch? Oh Mann! Das sind zwei! Natürlich sind das zwei! Hör auf zu schießen, Mädchen! Lauf! Oh fuck, da kommen die durch. Und hier ist auch mindestens einer drinne. Jo, da sind zwei drinne. Super Idee, geil. Super Idee. Ich dachte, du wärst wenigstens mit dabei. Hier ist auch noch einer direkt vor mir. Noch einer. Halt, warte. Nein. Jetzt bräuchte ich das Gitter auch nicht mehr zumachen. Oh, Scheiße.
Da pennt auch einer. Ist das Gitter hier offen? Jo. Ah! Wo geht's hier lang? Materialzugang? Warte mal, bin ich jetzt... Oh, hi. Oh, bye. Oh Gott! Ja, natürlich geht der Fahrstuhl nicht. Hat Gail den benutzt, oder was? Nein, nein, nein! Nein! Jo! Jo! Digga! Quite a run for our money. You get around, don't you? Just like a rat. And you got this whole island set up as your little maze. Well, I am glad I kept you entertained. Okay, ich dachte gerade, das wäre eine Frau. Shut up. I'm surprised they sent someone after me. I had heard they reported me as deceased. If that's the way you want it. Happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, Agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. Can't do this. I have rights. This is a war room. According to command, your government property, pal. I suggest you take it up with them. No, they can't do this to me. No. They decided me 3 years ago, and now they want me back? This is preposterous. Shut up. Then shoot them, idiot. You lame, flat-top, jar-headed. Shut up. Where's the communication room? Gib her, ich mach das. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? Ist er etwa Wesker? Hey, ich hab einen Zielpunkt, das ist cool. Gut, wir sind weit drüber. Das war so nicht geplant. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, wir nähern uns dem Finale. Macht's gut. Ciao.